Hallo, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir uns noch den Rest von Silverhand angeguckt und haben ja festgestellt, dass hier nicht so viel zu erledigen gibt. Wir gucken jetzt noch kurz an den Tolageisieren vorbei und... Okay. So viel dazu. Ja, sieht so aus, als könnten wir nicht zum Tolager sehen, weil er alles putt ist. Und ja. Warte mal, konnte man nicht Dingens irgendwie. Hier gibt es keine Docks, ne? Ich kann ja nirgendwo schwimmen. Ah. Na gut. So, das hat sich erledigt. Das heißt, wir gehen jetzt nach Tetorla und machen mit der Story weiter. Sehr schön. Das heißt, wir müssen jetzt. Da lang. Ich hoffe. Verirr mich nicht. Ich hoffe es wirklich. So, Stützpunkt Silverhand. Kann ich eigentlich da landen? Ja, ne? War ich da überhaupt schon mal drin hier? Also in Silverhand? Nee. Magisches Tuch. Ja, super. Gibt da auch noch was? Ja, Rätsel gibt es auch noch. Es kann mit dieser Maschine gesteuert werden. Tatsächlich? Leute, hast du was gesagt, Leute? Also, ich meine AÖ. Achso, ja. Rufen wir mal das Menü auf. Kontrollzentrum. Ach ja, das haben wir mit den Dings gemacht, ne? Das waren wir doch schon mal hier. Hab ich mit den Bringen immer gemacht? Also damals, wir waren schon mal hier, oder? Ich weiß halt gar nicht. Ach, du bist hier. Hi. Oh, du hast auch was zu tun, aber... Ihr Shop wieder? Wieso bist du immer noch hier? Mythos könnte dich umbringen, weißt du? Ja, danke, dass du mich daran erinnerst. Was hast du gemacht? Ich habe mich erinnert an meine Reisen mit Mythos, Kratos und Martell. Stimmt, du hast Mythos begleitet, nicht wahr? Hat er doch gerade gesagt. Wie kam es dazu? Was hat euch zusammengebracht? Mythos Ideale waren schrecklich naiv. Und Martells unendlicher Altruismus war kaum zu ertragen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Hä? Ich folgte ihnen nur, um zu beweisen, was für Trottel sie waren. Aber am Ende war ich derjenige, der dazu gelernt hatte... Mythos schaute immer nach vorne. Martell ertrug jeden Schmerz und alle Widrigkeiten mit einem Lächeln. Sie ähnelte dir und der Auserwählten sehr, Lloyd. Ich und Mythos, findest du? Denk an meine Worte, Lloyd. Mythos wurde nicht als böser Mann geboren. Für diejenigen, die an seine große Zeit glauben, ist er auch jetzt noch ein Retter. Alles in dieser Welt ist subjektiv. Was für den einen Gerechtigkeit ist, ist für den anderen ein Verbrechen. Sogar bei einer Entscheidung, die Welt zu teilen, wollte er damit das Leben von den Erlöschen bewahren. Die Entscheidung wurde mit den edelsten Absichten getroffen. Was? An diesen Entscheidungen ist überhaupt nichts Gutes. Der große göttliche Baum war fort, im alten Krieg verdorrt. Die jetzige Mana-Quelle, die groß genug war, um ihn am Leben zu wecken, lag weit außerhalb der Welt. Im Kometen Deris Kalan... Okay... den der Planet auf eine 100 Jahre langen Bahn umkreiste. Also versuchte Mythos, den Kometen in die richtige Position zu bringen. Und das hängt mit der Spaltung der Welt zusammen? Auf der Welt gab es so gut wie kein Mana mehr. Das Land lag im Sterben. Übrig war nur ein Rinnsal, das aus dem göttlichen Keim sickerte. Das reichte nicht annähernd aus, um eine ganze Welt zu erhalten. Also halbierte Mythos die Last. Er entwickelte ein System, mit dem beide Hälften abwechselnd vom Mana des göttlichen Keims gespeist wurden. Deshalb hat er die Welt zweigeteilt? Nicht um den Fortschritt der Magietechnologie aufzuhalten? Richtig, er musste Zeit gewinnen, bis der göttliche Keim auskeimte. Aber dann, als Deris Kalan kam, um seinen Jahrhunderten Segen über das Land zu schütten, da verriet ihn die Menschheit. Was? Wieso? Sie versuchten doch die Welt zu retten.
Gier ist eine starke Macht. Einige wollten das Mana nur für sich. So wurde Mattel getötet und verschmolz mit den göttlichen Keim und Mythos. Mythos wurde zum gefallenen Helden. Manche fallen. Was? Alle Menschen wurden mit einem Schatten in ihrem Herzen geboren, Junge. Du bist keine Ausnahme. Genug in Erinnerungen geschwelgt, ich gehe fort von ihr. Und das rate ich euch auch. Wir stehen immer da. Jetzt schnell verschwindet. Sagt er und steht immer noch da. Oh, was haben wir denn hier noch? Wenn jetzt hier irgendwo ein Wunderkoch ist, ne? Was ist das denn hier? Wir waren mal ganz am Anfang, kann es sein. Oh, und jetzt ist er weg. Hier muss da auch noch irgendwas geben. Ja, den sehen wir nie wieder, ganz bestimmt. Okay, so viel zur. Jetzt machen wir die Story weiter. Ich bin schon wieder hier irgendwo am Erkunden. Hier war man doch, ne? Da konnten wir überall hin? Weiß ich nicht. Mal gucken. Okay, ich glaube, wir haben alles erkundet. Ich gebe raus jetzt. Tschüss. Tschüss. Oder warte mal. Man konnte ja nur so andere Dinger hier einschalten. Gucken wir mal da. Also zum Beispiel Winkelanpassung. Okay. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Hangar, Eingang. Okay, Eingang, dann kommen wir wieder raus, ne? Na, guck mal, Hangar, da waren wir, glaube ich, noch nicht. Könnten wir ja eigentlich gar nicht gewesen sein. Oder doch, klar, ja, waren wir auch schon. Und hier waren wir, glaube ich, auch, ne? Hier war doch hier irgendwo ein Schatztruhe damals. Was ist das Ding denn da? Dieses unzureichende Energie, bitte laden. Kann ich da meinen Ring nochmal ändern? Hey, bestimmt nichts mehr machen müssen, hallo? Ja, und hier ist auch nichts. Na gut, dann weiter. Machen wir jetzt endlich weiter mit der Story. Wir haben noch ein bisschen was über Mythos herausgefunden. Mattel. Über die Welten. Wir wissen jetzt genug. Wir können jetzt weiter in der Story machen. Zack. Warum diese eine Schatztruhe nicht geöffnet war, weiß ich jetzt nicht. War einfach zu. Das Miststück. So, Heimball. Bams. Kommt jetzt wieder ein bisschen mehr Action hoffentlich rein. Heimball. Ich suche mir. Hier. Hier. Heimball werde ich ja wieder erkennen. Ich weiß ja, wie das aussieht. Das hat mich das irgendwie schon mal davon abgehalten hat, mich zu verirren. Aber egal. Wie erstmal da zum Beispiel. Das vom Wasser umgeben. Da! Ja. Ich muss den ganzen Weg hier reinlaufen. Okay. Abkürzen. Ja! Willkommen, Leute. Dein Besuch hat sich bereits in den Torrentwald begeben, wo Origin ruht. Ach, der Besucher. Danke. Wir sehen uns dann, wenn ihr zurückkommt. Wartet, Professor Gennis. Elsa, bitte lasst die beiden in euer neuen Ort. Nur ausnahmsweise, sie sind gute Freunde und ich möchte, dass sie bei mir sind, wenn ich gegen Kratz kämpfe. Undenkbar, kein Halbelf darf unsere Stadt betreten. Genau diese Einstellung hat zum Aufstieg von Kruxis geführt. Was sagst du da? Schluss jetzt, alle beide. Die Kluft, die uns von den Halbelfen trennt, ist tief und finster.
Dennoch mag ein Körnchen Wahrheit in deinem Wort stecken. Ich gewähre den beiden daher Zutritt zum Ort, bis Origins Siegel überwunden wurde. Danke. Sie dürfen jedoch keine unserer Einrichtungen in Anspruch nehmen, klar. Das ist kein Problem. Oh, danke. Na dann, suchen wir Kratos. Lloyd, warte, du sollst erst ein bisschen ausruhen. Du wirst bald gegen deinen Vater kämpfen, vergiss das nicht. Das weiß ich doch. Colette hat recht, überstürze es nicht, Lloyd. Das Schicksal der Welt hängt von deinem Kampf mit Kratos ab. Lass uns heute Nacht hier ruhen und dann kannst du dir dein Gefühl darüber klar werden. Dies wird das Ende unserer Reise sein. Na gut. Okay. Teufel, du warst ja immer noch hier. Was ist? Oh, nichts. Bist du beunruhigt? Was? Wenn du Kratos nicht tötest, wird Origin nicht befreit. Selbst wenn du den Kampf vermeiden kannst, musst du immer noch Origin befreien. Und wenn du Origin befreist, könnte Kratos sterben und du stehst wieder am Anfang. Ja, ich möchte mit ihm reden. Ich will ihn fragen, ob es keinen anderen Weg gibt. Du musst dich auf die Möglichkeit einstellen, dass das nicht der Fall ist. Professor, entschuldige, ich klinge oft sehr kalt. Nein, sie sagen absichtlich die harte Wahrheit. Es ist zu unserem Besten. Danke. Lloyd, heute Nacht werde ich mich entscheiden, ob ich Kratos töten werde oder nicht. Wer ist mit Nein? Na, Genis, was geht ab? Hey, du weißt doch, es heißt, wer zwei Enden jagt, fängt schließlich gar nichts. Enden? Enden? Was jagt mit Enden? Du meinst, wenn man jemanden nachläuft und das Ende seines Hemds erwischt? Weißt du, Leute, manchmal glaube ich, du bist ein echtes Genie. Hehe, danke, Genis. Es war kein Kompliment. Das heißt, wenn man gierig ist und versucht, alles zu bekommen, scheitert man. So wie ich. Genis? Ich wollte dich und Mythos zum Freund haben. Mythos war der erste Freund, den ich je hatte, der auch ein Halbwerb war. Aber am Ende habe ich nicht mit meinen eigenen Händen... Es tut mir leid, Genis. Er war dein bester Freund und ich habe... Ich möchte nicht, dass du dich dafür entschuldigst. Ist das Mythos Kruxiskesol? Tut mir leid. Ich habe ihn im Turm des Heils aufgehoben und konnte ihn einfach nicht zerstören. Da habe ich ihn mitgenommen. Ich dachte, ich könnte ihm die neue, erneute Welt zeigen. Ach so. Leute, tu nichts, was du hinterher bedauerst. Das wollte ich dir nur sagen. Ich muss mal kurz, ganz kurz. An? Panisch? An? Okay. Ich will langsam ein bisschen paranoid oder sowas. Okay. Ja. Warum sind Elfen immer unterdrückte Volk in anderen Spielen? Jo, ich bin echt mies drauf, nur damit du Bescheid weißt. Was ist denn plötzlich mit dir los? Es geht mir einfach auf den Wecker, wie er sich aufhört. Du weißt schon, Kratos. Entschuldige. Du brauchst dich doch nicht zu entschuldigen. Naja, aber... Okay, du bist sein Sohn, aber ich muss schon sagen, wie er mal eben beschlossen hat, dir das Aufräumen zu überlassen, ist ja schon irgendwie verantwortungslos. Als wollte er von der Situation davonlaufen. Haha, wenn du anfängst, Leute zu kritisieren, ist selbst Kratos nicht vor dir sicher. Leute, wenn du die Antwort nicht finden kannst, zitiere einfach meine magisches Mantra. Magisches Mantra? Wie kommt's? Kommt's. Wie kommt's? Kommt's. Ja, warte. Nur mal so ganz nebenbei. Ich bin neue... Kann ich überhaupt kaufen? Ja klar, ich habe doch hier die Dinge zum so geholt. Von vor, was weiß ich, wie viele Parts. Ja, ich habe ja diese Dinge hier, die mehr angefangen, ne? Wo ist der Rest? Ein Elfenladen, boah, wat? In einer Elfenstadt, ein Laden voller Elfen oder wat? Anscheinend nicht. Wo
Was ist denn der Rest von denen? Ich finde noch über die Hälfte. Da ist Colette. Will ich mir bis zum Schluss auf die Kleine. Das ist China. Hey, alles in Ordnung? Was? Ja. Haha, entschuldige. Du würdest so eine Frage nie mit Nein beantworten. Wie dumm von mir. China, nein, es ist wirklich alles in Ordnung. Ich zögere nur. Ja, ja, na klar. Das wäre ja jeder verwirrt. Da wäre ja jeder verwirrt. Diese Sache mit Kratz kam so plötzlich. Ich habe dafür keine Zeit. Ich muss mich entscheiden. Ich kann nicht immer schwanken und beide retten wollen, wie damals bei Colette. Vater und Sohn im Kampf auf Leben und Tod. Grässlich. China, deswegen musst du dich doch nicht elend fühlen. Danke, ich werde gründlich darüber nachdenken. Ich werde irgendwie verhindern, dass du dich in Zukunft wieder so fühlst. Tut mir leid, dass ich dich nicht aufhalten konnte. Ach was, keine Sorge. Vielen Dank. Das ist der Gedanke, der zählt. Real. Du siehst müde aus. Wirklich? Krux ist wohl zerstört, aber da ist noch ein größeres Problem. Es ist doch nur normal, dass du erschöpft bist. Aber das ist das Ende. Ich habe nicht erwartet, am Ende Kratz bekämpfen zu müssen. Ich verstehe deinen Wunsch, das Leben deines Vaters zu schonen. Und auch dein Verlangen, die Welt zu vereinen. Ja, wenn ich nichts tue, geht die Welt zugrunde und alle werden sterben. In solchen Zeiten hast du zwei Möglichkeiten. Zu wem, was du tun willst, oder zu wem, was du tun musst. Okay. China, Regal, Zellos. Prostea! Wo ist die denn? Müsste hier rechts sein. Als letztes Thema mit Colette. Wahrscheinlich müssen wir auch mit der reden, um weiterzumachen. Prostea, wie geht's? Bin ich durch. Wenn man hier sitzt, ist es kaum vorstellbar, dass die Welt ihrem Untergang entgegengeht. Ja, wenn der göttliche Keim nicht erwacht, wird diese Welt. Vielleicht ist unser Vorgehen gegen die Gesetze der Natur. Was? Die Menschen haben den Pfad der Zerstörung gewählt. Vielleicht versuchen wir ja nur, die Lebensdauer der Welt sinnlos zu verlängern. Denkst du etwa, die Welt sollte sich lieber zerstört werden? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass irgendwer weiß, was das Beste wäre. Deswegen fällt es dir ja auch so schwer, dich zu entscheiden. Bisher. Vielleicht gibt es den richtigen Weg gar nicht. Entscheide dich also bitte für das, woran du selbst wirklich glaubst. Danke, bisher. Okay. Ja, ein Colette als letzte, ne? Ja, glaub schon. Ja. Möchtest du schlafen gehen? Ja. Ja. Dann schlaf gut. Muss nichts mehr zu sagen? Aber wahrscheinlich gleich, ne? Wir sind immer so eine besondere Szene an mir beiden, ne? Wo kommt die jetzt her? Müsst ihr auch im Gasthaus sein eigentlich. Okay, das sieht merkwürdig aus mit den Schwertern. Hi! Ah, wieder Sprachausgabe, Gott sei Dank. なかなか寝つけなくて。外は星が綺麗だよ。ちょっと見に行こう。そうだな。じゃあ、ちょっとだけ。Ich sag's euch, ihr bekommt immer eine besondere Szene. なんで世界再生の旅に出たらもう二度と村に戻れないおばあ様に言われていたからだからイセリアを出る前にロイドと二人でお話した時これでもう最後なんだって思ってたでも今はこうしてロイドの横にいるでしょこれからも
ずっとそうだよ。もうお前を狙ってたクルシスはないんだ。明日クラトスに勝って封印を解いてもらえれば世界は一つに戻る。もう心配しなくてもいいんだ。ロイドもクラトスさんと戦うの？戦わないとダメなんだ。お父様なんでしょ。親父だから戦うんだ。 あいつは決着をつけたいんだよ。過去の自分にけじめをつけたいんだと思う。そんな気がするんだ。うん、そうなのかもしれないね。クラトスさん、私たちのこと助けてくれたもん。ああ、それに俺自身もけじめをつけたいんだ。ロイドが？俺は ずっとお前に頼ってきた。世界再生はお前にしかできないって、それを疑問にも思わなかった。それは仕方ないことだよ。それにロイドは約束通り私を助けてくれたじゃない。でもそのために、いろんな人たちを犠牲にしちまった。俺は たくさんの人の命を背負ってる。その人たちのためにも俺は過去のクラトスを倒す。うん、分かった。全てが終わった時、みんなが生きていることを許されてる世界になってるといいなって思うんだ。 この旅が終わって、そんな世界になったらロイドはどうするつもりなの？イセリアに戻るの？多分もう戻らねえと思う。俺こいつらを回収するつもりなんだ。エクソフィアを？このままこれを放置しておいたら、コレットやプレスヤみたいに 自分を失う人が出てくるだろう。だからそうなる前に回収した方がいいと思うんだ。それがエクスピアの力を借りて戦ってきたもの、こいつらへの感謝。私も一緒に行っていい？え、今までもそうだったみたい。私これからもロイドの他は一緒に歩けたらいいな 思ってるんだ。うん、分かった。じゃあ一緒に行こう。生まれ変わった世界を一緒に冒険しような。Oh, sehr schön. Und einfach so haben wir hier reingeballert. Na? So, dann. Weiß ich nicht. Wir haben erstmal alle hier ein paar vernünftigere Dingens geben, Titel. Professor, Schnecke braucht sie nicht. Hm. Ja, Professor. Hexer, Schwertdämon, Zwillinge. Auserwählte, Engelchen. Ja. Sonst hatte niemand, ne? So, dann. Deutet ja alles auf jeden Fall darauf hin, dass wir im nächsten Part gegen Kratos kämpfen werden. Das wird ein Spaß. Ich schwache jetzt mal hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss! Bis zur nächsten Folge. Kabams.